Beim Thema Zweirad boomt auch heuer wieder die 125er-Klasse. Allen voran die Marke Vespa. Beginn dieser Erfolgsgeschichte war bereits 1946 mit den Modellen 98. Aber warum gerade 125 und Vespa? Also seit Jahren ist ja Vespa wirklich mit Abstand Marktführer im Rollersegment und eigentlich auch im gesamten Zweiradbereich. Im Speziellen im 125er-Segment, wo eben auch die größte Nachfrage ist. Das ist das größte Segment im Zweiradbereich. Hier werden die meisten Fahrzeuge verkauft und Vespa ist hier seit Jahren die Nummer 1. Der Österreicher liebt Vespa, sie ist einfach wunderschön und ist einfach gemütlich zu fahren und hat dieses italienische Flair, das einfach der Österreicher gern mag. Begünstigt wird all das zweifellos durch den Code 111. Das steigert sich sehr, sehr. Sicher auch ganz aktuell, weil immer weniger Leute öffentlich fahren wollen im Großstadtbereich, weil die Parkplatznot immer größer wird. Und da ist natürlich ein 125-Kubik-Roller das perfekte Fortbewegungsmittel in der Stadt. Man braucht nur in italienische Städte schauen. Da haben wir noch viel Potenzial. Und da freuen wir uns ganz besonders jetzt über den Zuwachs mit der Vespa und mit der Piaggio. Eine Erfolgsgeschichte scheint auch die Kooperation mit dem ÖAMDC zu sein. Auch die Nachfrage seitens der Teilnehmer des Kurses ist immer wieder auch beim ÖAMDC gekommen. Habt ihr nicht auch eine Vespa, habt ihr nicht auch eine Piaggio? Und so haben wir uns als Importeur auch entschlossen, jetzt zusammenzuarbeiten und auch den Fahrschülern sozusagen gleich die Chance zu geben, dass sie auf einer Vespa oder auf einer Piaggio auch ihre Ausbildung, ihre Praxis machen können. Top aktuell präsentiert sich auch das neue Sondermodell, designt von Sean Wotherspoon, einem der aktuell erfolgreichsten Street Culture Designer. Turn big dreams into action. We gotta mix action with the passion. Time short, no time.